Hallo Sportsfreunde! Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Mugambe beim Spiel um den DFB-Pokal, den deutschen Pokal, wie er hier genannt wird. Oh mein Gott, das wird ein Spitzenspiel. Ja, wir hatten in letzter Zeit viele 6-Punkte-Spiele, die extrem wichtig waren, aber 6-Punkte-Spiele hin oder her. Heute haben wir ein echtes K.O.-Spiel. Das heißt, heute ist wirklich alles oder nichts. Es kann nur einen Sieger geben. DFB-Pokal Viertelfinale und es wäre natürlich sehr schön, wenn wir uns, ich glaube, erstmalig überhaupt fürs Halbfinale vom DFB-Pokal qualifizieren könnten. Ja, das wäre sehr schön. Ich glaube noch nicht dran. Ich bin jetzt mal gespannt, weil Stuttgart ist echt eine sehr, sehr starke Mannschaft, weil sehr weit vorne hier bei FIFA 13 doch sehr, sehr solide aufgebaut. Wir hatten natürlich Glück im letzten Spiel auch gegen Frankfurt, haben uns ganz gut angestellt, aber wir haben einen brasilianischen Schiedsrichter und zwar Wilson Girmes Sanz oder wie genannt wird, ich weiß es nicht, Sanz Sapai? Wer weiß? Ja, Stuttgart 2-2 gespielt, gegen die Bayern und gegen Wolfsburg gewonnen. Also das sagt eigentlich schon vieles aus. Da müssen wir uns in Acht nehmen. Die hätten natürlich es auch verdient, den DFB-Pokal dann weiterzuziehen. Fast mehr verdient als wir. Okazaki, 7 Tore insgesamt schon in der Saison geschossen. Der Japaner. Kakao hier im Sturm. Ja, die Außen. Hanik und Okazaki, die machen richtig Druck. Und hier nochmal die Aufstellung des 1. FC Mugambe. Wie eh und je. Ich denke, da haben wir eine ganz gute Aufstellung. Solide ist sie eigentlich auf jeden Fall. So, und es geht dann los. Schiedsrichter gibt das Zeichen. Alles bereit. Die Linienrichter auch bereit. Die Torfabrik auch bereit. Für ein spannendes Spiel hier bei Let's Play FIFA 13. Anstoß für Stuttgart. Los geht's. Viertelfinale vom DFB-Pokal. Oh oh, die Stuttgarter, die geben schon mal richtig Gas hier. Ja, merkt man. Merkt man direkt, dass direkt wie ein anderer Wind als in Frankfurt hier. Im Schwabenländle. Ah, ich musste so einen Dreher machen, ja, weil es sonst im Abseits gelandet wäre. Ah, das ist nicht im Abseits. Harnik. Im Abseits und aus. Aus natürlich. Nicht im Abseits des Platzes. Oh, da wird schon wieder richtig guten Fußball gespielt. Ach du Heilige! Ist das ein Eckball? Wurde er geklärt? Nee. Doch, was? Ja, der war geklärt von unserem Spieler, Hans Sapai, glaube ich, oder wer es war. Schön. Möglichkeit zum Konter. Hier, wunderbar. Boah, das ist eine super Gelegenheit. Oh, nein. Hier, schnell. Nein! Ja. Nein! Aber zum Glück haben wir den Ball. Okay, ruhig. Hier geht es natürlich um Sieg oder Niederlage. Unentschieden gibt es hier nicht. Da geht's von daher wäre es schon schön, einen vorzulegen hier, ne? Muss man sagen. Der Schuster ist halt nicht ohne Frittchen. Der hat natürlich Selbstvertrauen. Der hat doch super gespielt. Und das ist echt schön, was er macht hier. Oh, schade. Nochmal. Fridolin, ist richtig seit dem Frankfurt-Spiel richtig, richtig aufgebäumt jetzt hier. Er macht sich richtig gut, unser Mega-Afro-Freund. Einfach super, was Fridolin Schlömpel hier für Leistungen legt. Der weiße Brasilianer. Ah, und Trikotverkäufe schießen mal wieder nach oben. Vor allem bei den Frauen. Denn er ist ja bekanntlich der Frauenheld des 1. FC Mugambe. Ah ja, Frido. Was ist da los? Gelbe Karte. Vogtland. Was ist da vorgefallen? Er hat Link ein bisschen da gedrückt. Ja, zieht am Trikot da. Er versucht taktisch. Da, weiß ich ja noch, da kam der Ball auch nicht so gut in die Mitte an. Verdiente gelbe Karte. Gerade bei so einer Spielsituation. Oh. Doch, Frido ist Verlass. Stuttgart steht da sehr eng gestaffelt. Mann, wäre sehr, sehr guten Job. Schön! Der hat ein bisschen weiter nach. Heißt vielleicht nochmal zu Sarazar, ne? Ja, kann man auch abziehen. Wenn er platziert, da kommt es ja gefährlich. Schussmöglichkeit war da. Dann war ein Foulspiel. Oder? Abseits? Abseits, tatsächlich. Kam noch nicht mal ansatzweise da an. Nee.
Oh, das ist ein ganz schwacher Freistoß da vom VfB. 21. Minute, immer noch 0-0. Beiden Seiten gab es schon Möglichkeiten. Einwurf für den 1. FC Mugambi. Stuttgart bisher nicht so wirklich stark, aber noch nicht zu unterschätzen halt. Ach du Scheiße, das sind immer so die Bälle, die wir nicht verlieren dürfen eigentlich, aber es passiert uns immer wieder. Schön, schön, einfach nur gut gemacht. Hopp. Ach du Heilige. Da war eine Stuttgarter Fußspitze noch dran. Oh, aber wir sind unter Druck da hinten. Boah, super. Super Ding. Nein. Ah. Das gibt's doch nicht. Der kam so schön durch. Ja. Das hätte natürlich jetzt die Führung sein können. Flanke oder? Ich meine, Alberto ist nicht der Kleinste. Ja, da komm, so, ne? Versuchen wir es mal. Das ist, glaube ich, Hans. Ja, ja, wir machen das so. Oh, Commander Krieger. Schieb den mal ein bisschen weg, dann haben wir da in Mitte mehr Platz für Alberto. Ja. Ah, der, oh Gott, ganz schlecht. Ganz schlecht das Ding hier. Kakao, macht's der bereit. Auf den Kakao mit Milch. Ich glaube, das ist wirklich... Der Kakao-Witz ist, glaube ich, noch geiler als der Fürth-Witz. Ja, Kakao-Witz gab's ja auch noch nie. Der war lange nicht mehr in der Nationalelf, ne? Nee. Warum? Ich finde ihn gut. Warum ist der Löw da so streng? Oh! Boah, oh, wunderbar. Nein, das kann da hat halt jemand selber verpisst. Sorry für den Kraftausdruck. Oh nein! Eieiei, das ist der VfB. Studi-Dudi. Wunderbarer Einsatz vom Commander, aber der ist noch nicht immer. Ah, schwach. Schwach. Schwach, schwach, schwach. Ja, von Stuttgart musste eigentlich auch mehr kommen. Ja, 0-0. Sarraza, das ist ein Foulspiel, eindeutig. Was? Das lässt er laufen? Da kam ich gar nicht mehr weiter. Oh, oh, oh. Ja. Panik. Schön, das ist richtig gut verteidigt da. Glückser Link hat Platz. Nein! Ah. Schade. Ah, ah. Ja, schade. Ich dachte, den kriegen wir. Quist zu Hochland, der die gelbe Karte eben bekommen hat. Für das Foul. Das. Hä? Oh, oh, interessant. Ganz schwacher Einwurf. Fallrückzieher. Fallrückzieher im Mittelfeld. Ja, weiß ich auch nicht, also, was da los ist. Späßchen ist der FC Mugambi immer zu haben. Oh, der ist gut, der ist gut. Schön. Nein, oh. Ein Zombie, ey. Alter, Alter, ey. Das ist so der Scharfschütze. Nee, also Zombie, muss man eigentlich sagen, macht sich immer schlechter. Deswegen wechsle ich ihn jetzt wieder aus. Ja. Und als wir ein letztes Mal ausgewechselt haben gegen unseren Pete. Pete hat ein Tor gemacht. Hatte der ein Tor gemacht, genau. Deswegen wollen wir in Hoffnung schwelgen, dass das auch diesmal ein wird. Schön. Stehen die erstaunlicherweise mal besser. Sind sehr selten der Fall ist. Ich nochmal in die Mitte. Zu Juga. Der Juga steht völlig frei, aber lässt schon ein Schüsschen da. Ach Mann. Wir müssen unbedingt wieder an das Frankfurt-Spiel anknüpfen, ey. Da waren wir so gut. Ja, vorne ist es ein bisschen weniger geworden bei uns. 0-0 zur Halbzeit.
Ja, da ist alles drin noch. Man muss sagen, Stuttgart aber wenig offensiv. Da habe ich mir eigentlich, hatte ich mehr Angst. Beziehungsweise Angst vor mehr. Ja, bei uns waren gute Aktionen eigentlich da, aber es hat so beim Druck hinterm Schuss gefehlt diesmal. Ich meine, Chancen hatten wir auf jeden Fall. Oh, Nürnberg führt gegen Cottbus 2-0. Das ist zum Halbzeit schon. Können wir uns von uns nicht behaupten, ne? Nee. Ich habe direkt mal weitergemacht, weil... Und ich finde halt auch 0-0, desto länger es hier 0-0 steht. Man könnte sagen, wir sind zwar der kleine Außenseite hier, die Zeit tickt für uns, aber die Zeit tickt halt auch immer weiter Richtung Elfmeterschießen. Und das ist nicht unsere Stärke, auch wenn Gronk gegen Frankfurt einen abgewehrt hat. Das sieht nicht gut aus, ey. Das ist super dick alles besetzt. Oh Mann, das war gefährlich. Haben wir richtig gezaubert heute. Gentner. Molinaro. Die Nummer 21 bei Stuggi Stuggi. Schön, Frido. Frido einmal. Uiuiui, der war nicht ungefährlich. Ja, da war Krieger auch ziemlich versetzt. Er wird gewechselt. Ibisevic für Kakao. Ibisevic, der ist natürlich auch brandgefährlich. Ja, die wollen das Tor. Können sie auch nicht auf den Niederschießen ankommen lassen. Vorsicht hier. Weißt du was? Nee. Ich habe nicht mal X gedrückt, das schwöre ich dir. Das gibt's doch nicht. Ich bin nur zum Ball hingelaufen. Das gibt's doch nicht. Wir hatten vor allem den Ball. Aber Gronk. Nee, kann er auch nicht. Martin Hanik. Ja! Schon wieder in die Mitte. Alter, ich habe einfach... Und die Ruhe, die Gronk hat, musste erstmal haben, da stehen zu bleiben. Ja, Wahnsinn. Die Ruhe, die ich hatte, weil ich gedacht habe, komm, bleibst einfach in der Mitte. Boah, alles weiterhin offen. Boah, super Elfmeter gehalten. Also Glück haben wir schon irgendwie in den letzten Spielen. Gronk ist und bleibt der Elfmeterkiller der Liga. Nein! Wir müssen da vorne besser spielen. Und das wieder. Macht natürlich auch den Stuttgartern jetzt ein bisschen Angst im Hinblick darauf, dass es jetzt zu einem Elfmeterschießen kommen könnte. Da weiß man natürlich, da steht jemand zwischen den Pfosten. Der hat die Routine und die Ruhe. Voll nicht. Aber egal. Oh. Stuttgart wird stärker. Zu Frittchen, der ist der Einzige, der hier einen guten Job macht. Ey. Frittchen, der muss nochmal Gas geben. Der hat aber rechts auch viel Platz heute. Nee, die stehen auch besser als Frankfurt. Ach, das sind immer die behindertsten Ballverluste. Oh, jetzt steht er natürlich da in der Defensive. Ah, guck mal, der Krieger abzuziehen, das ist nicht unbedingt die beste Idee. Fehlt dann in der Mitte. Ja, Abseits. Weiter in 0-0, ey. Das ist ein echt zerfahrenes Match hier. 62. Kurz. Kotz? Kotz. Könnte kotzen. Könnte kurzen. Schurz. Oh nein. Mama. Oh, ganz schlecht. Mit Yoga. Nicht mit Yoga schießen. Das war jetzt dreimal schon in die Hose gegangen. Bei manchen Spielern bei uns sagen muss, nicht schießen. Ach du Heilige! Ja, wir spielen auch nicht unser bestes Spiel. Nee, heute echt wieder zerfahren, ey. Also an den berauschenden Torsegen hier können wir nicht anknüpfen. Wir spielen auch nicht mega schlecht oder so, aber halt auch echt nicht gut. So, das ist super! Super! Eieiei. Ich sehe schon Stuttgart wieder irgendwie einen da durchmogeln, ey. Ich auch. Ich sehe es schon kommen, ey. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Hier geht es um, muss man natürlich auch sagen, das ist ein Halbfinaleinzug im DFB-Pokal. Und da will natürlich niemand gerne den ersten Fehler machen. Wir haben den schon oft gemacht, den ersten Fehler. Oh Gott. Nee, das reicht mir jetzt mit Yoga heute. Heute muss er raus. Oh ja, Alter, oh Gott, wir müssen unbedingt auswechseln. Ja, da haben wir auch schon drei Kandidaten. Ja, aber richtig, hier Niki rein, Link,
für. Boah, und vor allen Dingen sind die jetzt schon so kaputt kein, und je nachdem steht uns da noch eine Verlängerung bevor, ne? Ah, scheiße, dann müssen wir eigentlich hier für Niki machen wir mit Link einen Wechsel und dann Link hier tun wir dann mal den Wert rein, den guten Dennis. Und da tun wir Tanko rein. Ja. Anders geht's nicht. Was? Ich hab doch nur einen umgesetzt. Was? So einen kaputten Albertoson können wir natürlich eher nicht gebrauchen. Ey, das geht nicht. Ich habe da nur einen umgesetzt. Wir müssen doch noch einen Wechsel haben. Wer ist denn neu drin? Wert haben wir neu reingetan. Und Niki. Und? Aber ich glaube, wenn du einen umpositionierst, den Niki nach da, zählt das als Wechsel. Nee, das kann nicht sein. Ja, scheint aber so. Das kann nicht wahr sein. Ach, Piet, wir haben doch Zombie rausgewechselt. Oh. Oh, wir duppen. Jetzt haben wir da so einen kaputten Albertoson vorne rumkriechen. Oh mein Gott. Naja. Und dann Prost Mahlzeit. Oh, oh nein, solche Päschen nein, hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Den braucht man sowieso nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh, oh. Rami. Oh. Rahmschütze, guter Job hier. Wir müssen am besten jetzt durchzimmern, Alter. Ja. Weil sonst wird das richtig eng mit unserer Power. Ja, es ist schon die 76. Minute. Beziehungsweise erst, wenn man mal... Wenn man mal darüber nachdenkt, dass es auch in die Verlängerung gehen könnte. Ja, was ist da los? Wow. Oh. Glücklicher Ball. Glücklicher Ball einfach. So, er wird ausgewechselt. Ah, das war vielleicht nicht so klug, Zombie auszuwechseln. Auf jeden Fall mit dem besten Trikotsponsor. Aber Link und Yuga waren natürlich auch voll platt, also ging gar nichts. Oh mein Gott! Der ist gefährlich. Das ist es! Fuck you! Der stand völlig frei da, Quist. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war's mit unserem DFB-Pokal. Ey, das war natürlich jetzt auch... Hallo? Völlig frei. Keine Schnitte. Jetzt haben wir laufen hier. Das war schön gedacht. War jetzt alles nach vorne. Mal volle Offensive hier. Ja! Da will er hören, da will er hören, die Fans. Ja, da macht er aber den Lauscher. Rahmschütze, Hammer. 1-1, Alter. 84. Wahnsinnsding. Schöner Treffer auch hier. Batz. Ja, das war schön gespielt. Einfach mal direkt. Wir müssen die direkt daneben wieder, die Bälle. So, 1-1. Was ist los, Stuttgart? Wie viel kommt da jetzt noch vom VfB? Schön. Was? Eieiei. Die vertändeln sich da selber, die Ballerinas. Echt? Ey, und dann sowas? Nee. Ah, den hat Gronkh. Das ist ja... Hier zum Frido. Ja, zum Frido. Unser neuer Kapitän quasi. Na, schön. Ah. Oh, wenn der da über den Torwart fliegt, wäre natürlich jetzt ein Traum. Und Sarazar macht noch ein Kopfballtörchen. Ja, wär genau das Richtige gewesen. Vorsicht jetzt. Gebe aus. Risiko. Lazar ist natürlich auch nicht mehr der Frischeste. Oh, der Humpel! Nein! Er sieht verletzt aus und er kann gar nicht mehr. Nein, nein, jetzt nein! Jetzt sag mir bitte nicht, es geht in die Verlängerung. Doch, es geht in die Verlängerung. Und das mit dem Humpel und Lazar, Alter. Und mit dem komplett toten Albertoson. Also vorne könnte da bei uns wenig gehen. Fritschen muss es hinten ins Elfmeterschießen retten, habe ich die Befürchtung. Ja, und dann haben wir auch noch einen kaputten Lazar. Was für ein Spiel, liebe Sportsfreunde da draußen. Ist er jetzt verletzt? Jetzt humpelt er nicht mehr. Ich glaube, der ist verletzt. Dann müssen wir prüfen auf jeden Fall. Ja, wir können ja eh nichts machen. Wir können ja nicht mal rausholen, um ihn zu schonen. Vielleicht auf eine Position stellen, wo er nicht so viel mehr zu tun hat. Ja, vielleicht mal wechseln. Ins Tor. Wo hat man denn nicht so viel zu tun? Hier nochmal ein paar Highlights vom Spiel auf jeden Fall. Mann, was für ein Match, ey.
Da der Elfmeter. Der Elfmeter, der glücklicherweise gehalten wurde. Aber der war auch richtig schlecht geschossen. Sorry, aber... Wow, der Grandparade. Ibisevic. Das war das Tor. Das war ein schwerer Treffer ins Herz. Schade, wäre der noch drinne gewesen, nur als 1:0, wäre ein Traum. Ja. Wäre es genau das Richtige. Oh, Nürnberg gegen Cottbus 4:0. Heiliger Bambambini. So, jetzt muss man gucken. Taske haben die auch noch. Und die können jetzt natürlich nochmal wechseln, frische Leute reinbringen. Das bedeutet, wir müssen auf Elfmeter spielen. Die wechseln hier nochmal richtig schön aus. Oh, und wir kommen mit unserem Krüppelsturm hin. Ja. Alter, das ist doch echt bitter. So, jetzt gucken wir erstmal, wie es um Sarazar steht. Moment. Weil, damit wir Gewissheit haben. Ist er verletzt? Ist er nicht verletzt? Er ist nicht verletzt. Er ist einfach nur K.O. Ja, ist einfach nur K.O. Vielleicht hat er sich deinen Fuß verstaut. Aber die beiden sind natürlich jetzt. Ich überlege gerade, ob. Den Wert mal nach vorne zu tun. Wert. Den Albertosson zumindest. Ja, so, ne? Und Albertosson irgendwo ins linke oder rechte Mittelfeld zu stellen. Nee, vielleicht zentrales Offensiv, muss er nur noch draufzimmern irgendwie. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Na gut. Muss auf jeden Fall nicht so viel laufen. Okay, probieren wir's. Ich meine, Sarazar war ja auch sehr oft verletzt in den letzten Runden. Boah, super. Jetzt bräuchte man seine frische Power. Nein, nein. Ja, nein, ey. Das war eindeutig ein Foul. Und das pfeift er nicht. Ja, wegen Vorteil, fuck. Ich hätte mal stehen bleiben sollen, einfach. Oder draufrennen. Oh oh, oh oh. Oh oh. Jetzt ist die totale Offensive natürlich auch nicht mehr die richtige Strategie. Nein! Was ein bitterer Treffer. Ibisevic, boah, richtige Bombe aus 17, 18 Metern, glaube ich, wenn ich mich da nicht vertue. Wir hatten natürlich auch noch volle Offensive gelassen. Oh yeah. Jetzt können wir sie natürlich auch wieder lassen, die Volloffensive, denn die brauchen wir jetzt. Komm. Ne, Sarazar ist überhaupt nicht mehr frisch da vorne. Ja, das ist natürlich jetzt ein. Aber im Prinzip auch ein bisschen an so einer Auswechselstrategie gescheitert, leider. Hammergeil. Einfach nur, sag ich da nur. Da 99. Minute. 99. Alter, was für ein Ding. Pam. Der sitzt. Pam. Was für ein Spiel, lieber Sportsmann. Ein Krimi. Da. Und wir sehen da vorne, wer ist das? Sarazar. Sarazar. Ja. Nee, Dennis Wert. Der macht nochmal Druck hier. Sagt, kommt Leute, hier ist noch alles drin. Wir haben noch nicht verloren. Oh, oh Gott, Alberto. Holt einen Krankenwagen. Alberto ist natürlich völlig durch jetzt hier. Oh, Alter! Was ist das denn? Das war ein Elfmeter. Das war aber ein Elfmeter. Das war ein eindeutiger Elfmeter. Und der wäre natürlich gut für uns jetzt gewesen im Spiel. Alter. Was für ein Fußballkrimi. Was für ein Fußballkrimi einfach nur. Das ist ja schlimmer als der Tatort. Sonntagabend. Aber das ist ein Rückpass. Oh mein Gott. Wir müssen Stuttgart aber aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen da. Oh, fuck, ich hätte vielleicht mal Strategie zurückstellen sollen wieder. Ja, machen wir mal. Komm, ausgeglichen. Ach. Oh nein, nein, da ist nicht mehr mein Mitspieler. Nein. Und die können auch noch einen frischen reinbringen. Hochland geht raus. Die Mitte der Gelben. Da, die Mitte, die Mitte, die Mitte. Die Mitte, die Mitte, die Mitte. Die Mitte. Timbo, hat der noch Power? Kann der da vielleicht noch ja, mal ziehen? Ja, ein bisschen kann er noch. Komm, hier, Wert, Wert. Ah. Was? Halbzeit. Puh. Zwei beide. 2:2. Spannender könnte es kaum sein. Also wirklich, das ist absolut unterhaltsamer Fußball hier. In Stuttgart. Ja, okay. Das Ergebnis kennen wir bereits. Brauchen wir uns ja nicht reinziehen. Weiter geht's. Der ist noch halbwegs für Sarazar. Komm.
Nochmal. Ah! Ah, dann das immer. Ah! 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 Schön. Darmschnitzel. Nein! Nein! Gefährliches Ding hier. Oh, Alberto, kannst vergessen, ey. Kann ich mir da hinten rennen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so fertig jetzt gerade hier. Ist jetzt hier schweißgebadet vom Rechner. Vom Playsee viel mehr, aber wir spielen ja. Aber man merkt, die Stuttgarter sind auch nicht mehr frisch, ne? Ja, ein paar sind da fertig, natürlich. So, Dennis Wert, der ist echt ein Hoffnungsträger jetzt hier. Nein! Oi. Schade, ich dachte, ich komme da durch die Lücke. Habe ich auch nicht gebacken bekommen. So, kann jetzt natürlich gefährlich werden. Ja, nochmal zurück. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier, unten. Schön. Hier. Ah. Komm, 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 komm. Ah. Schön. 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 Na, nein. Nein, 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 nein. Hat einfach keine Power. Was ist da los? Was ist da los? Haben wir noch. Wie wir den noch haben. So. Timbo. Oh, verdammt. Tick zu spät. Egal. Bleibt noch heiß, die Pille. Komm, letzte Chance. Letzte Chance hier für den ersten FC Mugambi, da noch was rauszuholen. Nochmal. Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Was für ein Spiel, ey. Panik. Nein. Ey, oh Gott. Das ist ein echter Fußballkrimi hier im Viertelfinale. Meine Fresse, was für ein Viertelfinale hier. Kommen wir ins Halbfinale oder müssen wir uns geschlagen geben? Das wird sich jetzt zeigen. Also spannender geht's kaum. Wir müssen unbedingt die Schützen nominieren, nicht mehr die ganz kaputten schießen lassen. Ja, da hast du absolut recht. Oh Mann, ist das spannend aber auch hier alles heute. Also. Puh. Okay. Lass uns loslegen. Aber relativ ausgeglichener als die Partien zuvor, aber wir hatten ja immer noch leichte Vorteile. Okay, also jetzt ist natürlich die Frage, eigentlich müssen wir die so lassen, weil die anderen sind Timbo Sarrazza, Gronkh werden mal, Commander schlecht schießen lassen. Schießen sind. Ach du Schande. Wir sind mega schlecht, weil wir darauf nie gesetzt haben. Alter, wir sind so schlecht im Elfmeterschießen. Oh Gott, ey. Oh Gott, Timbo Sarrazza, die sind schon sehr kaputt, Gronkh. Wert geht noch. Weiter müssen wir machen. Das bringt alles nichts mehr. Oh Gott. Komm, Gronkh. Hat gegen Harnik heute schon mal eingehalten. Vielleicht auch gegen Ibisevic. Nein. Nein, nein, nein. Eine Sekunde zu spät. Leider, leider, nein. Timbo ist der erste Schütze. Für Mugambi. Ja, der könnte passen. Ja. Uiuiui. Torwart zu tief drunter abgetaucht. Okay. So, Molinaro gegen Gronkh. Ja! Backentreffer, meine Güte, das ist so. Da freut Chance. Sich auch Gronkh. Oh, so, Sarrazza. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh nein! Oh nein, ich habe versucht, nicht zu weit nach links zu lenken. Es bleibt ausgeglichen. Ja! Okay. Nein, nein! Ja, den hatte ich doch. Den hatte ich doch. Gronkh schießt. Oh Gott. Oh! Nein. Oh nein! Stuttgart bleibt vorne. Oh nein! Harnik, den hat Gronkh heute schon mal eingehalten. Komm, Gronkh! Oh! Der war drinne? Der war drinnen! Der war drinnen oder war der nicht drin? Doch, der war drinnen. Der war wieder rausgetitscht. Der war drinnen tatsächlich. Dennis Wert, hier geht's schon um alles übrigens. Boah, super. Das ach, kann doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Haben wir da verkackt im Elfmeterschießen. Ah, da haben die Stuttgarter gewonnen. Ach, was für ein Match. Was für ein Spiel. Da müssen wir uns geschlagen geben. Aber es fing schon an damit, dass wir Zombie so viel ausgewechselt haben. Und es hat sich dann so hingezogen. Es war ähnlich spannend wie ein bisschen bei der Euro 2012. Ja. Wer das nicht gesehen hat, der muss sich unbedingt unsere Euro 2012 reinziehen. Ich glaube, mehr coolen Fußball gibt's gar nicht. Ja, das stimmt, das war echt also, cool. Also das war, ihr könnt auf meinem Channel alles finden. Ah, schade, schade, es war so ein geiles Match und ich habe mir so Hoffnung gemacht, dass wir da noch was rausholen können, aber
Leider dann doch nicht. Schade. Wirklich schade. Rahmschütze sogar noch mit einem Tor. Ah, schade, schade, Schokolade. Ja, Spielinfo können wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Das war absolut okay. Also ich meine, Stuttgart war super. Im Elfmeterschießen kann man gegen Stuttgart verlieren. Da kann man gar nichts machen, ey. Das ist legitim. Jetzt leider. Unser Gegner wäre Nürnberg gewesen. Da hätten wir, wäre durchaus das Finale in Sichtweite gewesen. Ja, wäre durchaus möglich. Also da hast du recht. Und Bayern, die spielen alle noch. Da werden wir dann noch sehen, wie es da ausgehen wird. Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja gut, Bayern wird wahrscheinlich ins Finale kommen. Ob wir die dann geschlagen hätten, ich meine, Stuttgart war da wahrscheinlich der stärkste Gegner neben Bayern jetzt noch. Ja, das glaube ich auch. Aber wir hätten es echt reißen können. Also das Spiel war genial. Leider sind wir draußen, liebe Sportsfreunde. Wir haben uns angestellt, wir haben alles gegeben. Und das ist natürlich interessant. Jetzt gegen starke Freiburger jetzt zu Hause und dann spielen wir schon wieder in Stuttgart. Okay, das wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Match. Zumindest Zeit für eine Revanche, würde ich dann sagen. Zeit für eine Revanche wird es definitiv. Ja, liebe Sportfreunde, im Blick auf die Tabelle müssen wir, glaube ich, gar nicht werfen, hier nach dem DFB-Pokalspiel. Und wir sehen uns dann wieder in Kürze, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13. Bis dahin. Bleibt am Ball. Ciao.